Hallo, heute zeigen wir euch, wie man Milchreis kocht. Wir brauchen dazu 125 Gramm Rundkornspitzenreis, der in den meisten Discountern aber als Milchreis ausgeschrieben ist. Dann brauchen wir 600 Milliliter Milch, einen Topf mit Deckel, einen Schneebesen, etwas Zucker und etwas Butter. Als erstes bringen wir die Milch zum Kochen. Dabei ist es wichtig, dass wir sie hin und wieder umrühren, dass sie nicht anbrennt. Wir stellen den Herd auf die höchste Stufe. Wenn die Milch kocht, könnt ihr die Butter und den Zucker hinzugeben und in der kochenden Milch auflösen. Wenn der Zucker und die Butter aufgelöst ist, geben wir den Milchreis hinzu und rühren ihn unter die kochende Milch. Dann stellen wir den Herd auf mittlere Stufe herunter und lassen ihn 35 Minuten lang kochen. Dabei rühren wir hin und wieder den Milchreis um, dass er uns nicht anbrennt. Am besten macht ihr den Deckel auf den Topf. Nach den 35 Minuten stellt ihr den Herd aus und ihr könnt euren Milchreis jetzt genießen. Die von uns angegebene Menge reicht für 4 Dessertportionen. Wir empfehlen zum Milchreis Zimt und Zucker oder Dosenfrüchte. Guten Appetit!